Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Season-Auftrag. Woche 4. Und zwar der erste Auftrag. Besuche Tankstellen in einem Schlackenboost. 3 Tankstellen, 20.000 XP. Jetzt mal alles auf der Karte markiert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin hier auf jeden Fall bei Synapse-Station auf der Karte, ganz genau hier. Denn hier ist auf jeden Fall immer ein Battleboost. So, zack, man sieht hier, ist immer ein Battlebus. Auf der Karte, also wir müssen auf jeden Fall Tankstellen besuchen. Die erste Tankstelle ist auf der Karte ganz genau hier. Hier ist auf jeden Fall die Tankstelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir dort angekommen sind. Ja, Leute, ich bin auf der Karte. Oh, ich bin auf der Karte ganz genau hier. Hier ist direkt die erste Tankstelle. So, zack, Tankstelle Nummer 1. Und dann, wenn ihr hier seid, biegt ihr einfach nach links ab. Na, einfach die gerade Strecke. Wir gehen mal zur Greasy Grove auf der Karte ganz genau hier hin. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin hier gerade bei Greasy Grove. So, zack, 2 von 3 auf der Karte ganz genau hier. Und so, zack, jetzt gehen wir einmal zur Titel Tower auf der Karte ganz genau hier hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, hier sind wir auf jeden Fall in Titel Towers. Ihr geht einfach, also ich bin auf der Karte, also ich war hier, bin ich hier so weitergegangen. Und hier ist auf jeden Fall direkt die Tankstelle. So, zack, hier sieht man es. Auftrag abgeschlossen. 3 von 3 Auftrag abgeschlossen. Und zwar eliminiere im Verlauf eines Matches IO-Truppen. 3 Stück, 20.000 XP. Im Verlauf eines Matches bedeutet in eine ganze Runde, also wenn du eine Runde startest und dann spielst du halt die ganze Zeit, wenn du stirbst. Das ist also ein Verlauf eines Matches. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Leute, ich bin hier auf jeden Fall in Condo Canyon. Auf der Karte ganz genau hier unten, das rot löschende. Hier sind auf jeden Fall IO-Truppen. Das sind IO-Truppen hier. Das Schutzzeit 1. So, wir haben schon 2 von 3. Nehmen wir mal ein Auto. Oh, sie sind jetzt in. Nein, hier sind wieder welche. Schutzzeit. Wir werfen mal hier ein paar Bomben. Wir haben den Auftrag auf jeden Fall abgeschlossen. Hier sind auf jeden Fall sehr viele. Ihr könnt ihr mit einem Auto, Granaten, AK ist ja egal mit welchen Waffen. Fangen wir einen Infrarotzappler oder sammel ihn ein. Einmal 20.000 XP. Infrarotzappler, das ist auf jeden Fall ein Fisch. Den müssen wir auf jeden Fall angeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier. So, zack, ganz genau hier oben, ganz oben. Hier ist auf jeden Fall ein Angelbehälter. Ein Profi-Angel haben wir schon. Also ihr braucht auf jeden Fall eine Angel, egal, irgendeine. Und hier haben wir eine Angel. So, zack. Ihr könnt beide nehmen, ist egal welche, aber die blaue ist halt die bessere. So, zack, also Infrarot-Zappler brauchen wir auf jeden Fall. Hier haben wir den auf jeden Fall nicht. Also angelt am besten an diese Stellen hier, an diesen weißen Kreisstellen. Da bekommt ihr halt bessere Fische, um den Auftrag abzuschließen. So, zack, einmal angeln. Wir angeln einfach die ganze Zeit weiter, bis wir den finden. So, zack, hier haben wir ihn gefunden. Ganz einfach, Leute. So sieht er auf jeden Fall aus. Infrarotzappler. Wir müssen, also auf jeden Fall, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Hier so, zack, er ist nicht mehr hier. Auftrag abgeschlossen. Füge Gegnern Schaden mit einer Spitzhacke zu. 75 Schaden, 20.000 XP. Das Ganze können wir in Condo Canyon machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin hier auf jeden Fall in Condo Canyon. Auf der Karte ganz genau hier. Und man sieht hier direkt diese IO-Truppen. Und daran könnt ihr halt einfach Schaden zu kriegen. So, zack, 20. So, zack, 75 Schaden. Wir haben mehr als 75 Schaden gemacht. Auftrag abgeschlossen. Lege mit einem Jetpack Distanz in der Luft zurück. 100 Meter, 20.000 XP. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier unten bei Synapse-Station. Ganz genau hier in der Mitte in das riesige Haus hier.
Hier unten gibt es auf jeden Fall einen Charakter. So, zack. Wir sehen uns einfach gleich wieder. Ja, Leute, hier ist auf jeden Fall der Wissenschaftler. Bei ihm können wir einen Jetpack kaufen. Kostet 580 Gold. So, zack, so sieht es dann aus. Und wir fliegen einfach, wir drücken einfach lange X. Und wir müssen einfach uns fortbewegen. Am besten die ganze Zeit drücken und loslassen, wie ich das gerade mache. So. Und zwar 100 Meter. Wenn es so piept, dann müsst ihr einmal kurz loslassen und aufladen. Wenn nicht, dann fällt ihr von oben runter. Und dann kriegt ihr halt Fallschaden. Wir haben schon 1700 Meter. Dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir nah dran sind bei unser Ziel. Leute, es gibt auf jeden Fall einen riesen Tipp auf jeden Fall. Also ihr drückt das einfach die ganze Zeit nach und läuft einfach nach vorne. Ihr drückt hier und guckt mal, wenn es piept, dann geht ihr runter. Wie jetzt, piept ihr, zack, ein bisschen runter. So, zack, 100 Meter, ganz einfach. Also ihr seht hier, das lädt sich auf. Dann drückt einfach X gedrückt halten und nach vorne oder Leertaste und W. Und so haben wir auf jeden Fall unser Auftrag abgeschlossen. Der sechste Auftrag, Woche 4, und zwar sei mehrere Sekunden lang in der Luft, nachdem du von einer Schockwellgranate getroffen wurdest. 3 Sekunden, 20.000 XP, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute! Ja, Leute, ich bin hier auf jeden Fall bei Tedelli Bugle. Ich habe hier auf jeden Fall diesen Schlackenbus. Ich habe hier die beiden Gebäude kaputt gemacht. Und da kommen auf jeden Fall die Schockwellgranaten. Ihr seht es hier unten. Ich habe alles kaputt gemacht damit. Geht auf jeden Fall mit den Schockwellgranaten ganz genau hier bei dem Rand von Tedelli Bugle. Hier an dieser Stelle. Und dann einmal so. Zack. Ihr müsst 3 Sekunden lang in der Luft bleiben. 1 von 3. Also 1. Okay. Gehen wir mal wieder hoch, Leute. So, zack. Einen Moment. Hier ist am höchsten, Leute. Machen wir einmal so. Und dann benutzt einfach euer Jetpack. Also, Leute, nehmt einfach Schockwellgranaten. Am besten, wenn ihr ein Jetpack habt, dann nehmt auf jeden Fall ein Jetpack. Platziert die Schockwellgranaten und dann fliegt einfach die ganze Zeit mit euer Jetpack. Und damit haben wir auf jeden Fall auch den Auftrag abgeschlossen. Starte innerhalb von 3 Sekunden nach der Landung eine Kopfgeldjagd bei einer Kopfgeldtafel. Einmal 20.000 XP, und heute zeige ich euch den einfachsten und schnellsten Weg. Dafür sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier. So, zack, hier bei Außenposten der 7. So, zack, ganz genau hier. Ihr seht hier, ja, das Außenposten des 7. Und dann bei dieser Wand hier ist ja direkt auf jeden Fall eine Kopfgeldtafel. Also auf dieser Seite hier. So, zack, hier auf jeden Fall die Kopfgeldtafel. 3 Sekunden sind noch nicht vorbei. So, zack, Auftrag abgeschlossen. Also ich bin auf der Karte ganz genau hier, Leute. Das ist der einfachste und schnellste Weg. Auftrag abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst Glocke aktiv, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann sage ich euch schon mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.